Wie gesagt, der Mike ist ein Freund aus Brasilien. Er wohnt die Woche bei uns in der WG. Und so, als er ankam, am Mittwochabend, hat er mir ganz begeistert erzählt, wie er vor 4 Jahren bei uns im Gottesdienst war und dass das einfach etwas bei ihm ausgelöst hat. Und das erzählt uns jetzt. You said that when you were here 4 years ago, something inspired you. Tell us, what was it? Yeah, I came here a few years ago to the Diego's wedding. Like he invited me to come here to Switzerland. Ich bin jetzt Hochzeit von Diego Saldiva vor ein paar Jahren hier in Schweiz. In the wedding, I met like Martin, like the first time he did the wedding. Und ich hatte Martin dort getroffen. So on the Sunday, they invited me to come to the service in the Vineyard Bern. Und dann sind wir am Sonntag eingeladen, da komme ich Gottesdienst für Vineyard Bern zu kommen. When I came, it's a great guy. I came like visit. And so when I came the first time, I saw like the atmosphere, it's very different. The people like pray for each other, how the Holy Spirit is working. It's so nice here. Und er hat gesehen, wie die Atmosphäre so war. Die Leute haben füreinander gebetet. Und das ist so, echt so cool gewesen, das zu erleben, wie natürlich das ist. And then Martin invited me, hey, come here in the front, like sit here in the front. Nicht mit Martin eingeladen, doch vorne zu kommen, vorne zu hocken. This service started, then I saw like, he is doing like some weird things, like. Und dann hat sich der Martin vorne irgendwie so bewegt, so komisch. It's a crazy pastor. It's awesome. Das ist ja wild. Das ist ja cool. He's so free. I love it. Er ist so frei. Ich liebe das. So and during the service, I watched people like coming and they write the names in this book. Und während dem Gottesdienst habe ich gesehen, wie die Leute vorgekommen sind und ins Alpha-Life-Buch einfach Namen von Menschen eingetragen haben. And this is keeping me attention because I never saw this before. Und das hat meine Aufmerksamkeit gefangen, weil das habe ich noch nie vorher gesehen gehabt. And this is really touched me when I'll be back to Brazil. Und es hat mich berührt, als ich zurückgekommen bin auf Brasilien. I come to my parents' church. They just had like 4 old people in the church for years. Und da bin ich zurück in die Gemeinde von meinen Eltern und das sind einfach 4 ältere Leute in der Gemeinde. And they are doing a hard job, like just for 4 old people. Und das ist schwer, hart gewesen für uns, einfach eine Arbeit für ältere Leute. And this is amazing, but you know, they really want to touch the new generation. Aber sie wollen die junge Generation berühren. So the first time that I did after Bern, I just get the book and I invited some friends. And I wrote like the really famous artists and skaters from our country, like Brazil in our city. Und ich habe auch so ein Buch gekauft nach, und ich habe das meinen Freunden gesagt und ich habe einfach die bekannten Skater und Musiker von Curitiba, von meiner Ortschaft, eingetragen in das Buch. And we prayed together and the next service I put on the front and I remember like yesterday. So guys, during this worship, you guys can come and write the names that people don't know Jesus. Und dann habe ich mit meinen Freunden gebetet, im nächsten Gottesdienst habe ich es vorher da, das Buch als Ankündigung und gesagt, sie dürfen vorkommen und auch Namen einschreiben. And I keep doing this and I start one Bible study in one skate park close to the church. Und das habe ich weitergemacht und dann habe ich eine Bible study angefangen auf dem Skatepark. And I invited them to come to the church and I changed because the skate park closed and I invited them, oh, you can come to the church now and we can start something here. Und dann habe ich sie natürlich eingeladen, noch in den Gottesdienst zu kommen. Und als der Skatepark dann geschlossen hat, habe ich gesagt, sie können ja zu uns in den Gottesdienstraum kommen. Und dort können wir noch gut skaten. So and a few months later, like the two guys, or three guys that I did, start to grow for 30, 60, 100. They start to come and so I'm so scared because I saw the same guys that I wrote, the famous guys, I saw them coming to our church. Und dann habe ich gesehen, wie Leute gekommen sind, mehr und mehr in Gottesdienst. Und die Leute, die ich eingetragen habe, im Alpha-Life, die sind zum Glauben gekommen, sind zu uns in die Gemeinde gekommen. And I can saw like these guys just in magazines, like I saw there in the sponsor, the really famous guys, and they are coming so happy in our service. Und das sind Leute, die ich eigentlich nur aus so einem Magazin kennt, wo ich den Namen eingetragen habe. Und für uns gebetet, und die kommen jetzt zu uns in die Gemeinde. I saw I'm not very important. Das ist nicht Wahnsinn. But it's amazing. And I'm so glad because like now the church is
my parents are crazy because the church is full all services and skaters. Meine Eltern drehen fast durch vor Freude, weil jetzt der Gottesdienst voll ist, voll von so Skater und so. If you don't come like 1 hour before, you can't have a space to come inside the church. Wenn du nicht eine halbe Stunde oder Stunde vorher kommst, findest du in der Kirche keinen Platz mehr. I saw a few days coming here, I saw people there come in the look and the church is full, they need to be back and so next time I need to come like vor ein paar Wochen gesehen, die Leute mussten heimgehen und haben gesagt, nächstes Mal kommen sie eine Stunde vorher, um sicheren Platz zu haben. This is very, it's good because we need to, it's not just the service, but we can see like the people's healing, like the skaters, all the people there work together, the healing is coming, like we can see like people to healing for this cancer, many things we can see like the church now. Wir sehen verschiedene Sachen, wie Leute zum Glauben kommen, aber auch wie Leute geheilt werden. Tell the story of your aunt. Yeah, here I heard that my aunt she had a cancer, like on the stomach. Also, ich muss sagen, sie sind einen Monat in Deutschland gewesen, dort in der Jüngerschaftsschule. You were in discipleship school in Germany. Und ich habe gehört, dass Tante Krebs hat, irgendwie im Bauchbereich. Yeah, and we are here to start to move people to pray for her because they are give like just a few. If they don't do the surgery, they will die in a few days or a few months later, and she's so sad. Und es hat aus, als wäre sie gleich sterben, und sie war echt traurig gewesen. And we just start to pray for God really can healing her, and we start to a great movement to pray for her from here. Und wir haben einfach angefangen, für sie zu beten, auch von hier aus. And so she, like a few days that she knows about this, she needed to go one day before to make some check like what's happening. Und der Tag bevor sie die Operation hatte, hat sie nochmal so eine Untersuchung gehabt. So, but this time the medical, the doctor just say the surgery is next day. So we have a problem because don't have nothing here. Und sie hat die Untersuchung gemacht und hat das Zeug angeschaut. Der Arzt hat gesagt, wir haben ein Problem. Das ist nicht mehr von diesem Tumor sichtbar. She don't have nothing anymore. Und jetzt ist sie einfach geheilt. Thank you very much. Wow. Und das hat mich so ermutigt. Thank you guys. So ermutigt. Auf der einen Seite sicher zu sehen, wie Gott wirkt und Menschen begegnet. Wo alles, was wir machen, wenn du hier bist, zuerst mal in einem Gottesdienst, was wir uns wünschen, ist,